I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet... And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? Shadows stir in the castle, just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Louise. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Here begins the demo prologue of Metaphor ReFantazio. What we have to offer you is but a taste of the story from its beginning, but through it, your experience will mirror the full version. Should you wish it, you may carry over your save data to the full version. We thank you for expressing your curiosity about our tale of fantasy. Ladies! Und Gentlemen, ich bin es, euer MC Muffix, und ich begrüße euch hier zu einem der wohl meist erwarteten Japano-Rollenspiele der letzten Jahre. Es ist Zeit für Atlas neuestes brachiales, hoffentlich Meisterwerk, Metaphor ReFantazio. Ja, liebe Leute, die Stimmung ist gut, die Erwartungen sind groß und das glaube ich auch zu Recht. Atlas, aus den ja nicht das ganz unbekannte Persona und das leider sehr unbekannte Shimigami Tensei kommt, hat ja mit, wie gesagt, Persona sehr, sehr viel Erfolg. Wir haben ja aktuell Persona 3 noch auf dem Kanal laufen und ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, Persona 4 und 5 sind wohl mein Lieblingsspiel, mein Zweitlieblingsspiel aller Zeiten. 2016, als dann Persona 5 zu 16 müsste es gewesen sein, erschienen ist, hatte damalige Chefdirektor, ich habe den schönen Namen Katsuru Hashiro, seinen Hut genommen und eine andere Abteilung hier im Hause Atlas gegründet, nämlich das sogenannte Studio Zero. Und 2016 gab es schon dann die ersten Teaser für ein neues Spiel aus dem Hause Atlas. Und... Acht ganze Jahre hat es gedauert, bis es nun soweit gekommen ist. Aber nun ist der Tag hier der Abrechnung da. Nun ist es an der Zeit, dass wir uns hier in ein neues Atlas-Rollenspiel, eine neue IP reinwerfen werden. Metaphor ReFantazio ist, wie gesagt, ein
komplette neue IP von Atlas. Es soll ein bisschen Best of Both Worlds sein. Ein bisschen Persona-estisch, aber natürlich ganz viel von Shin Megami Tensei. Da werden wir, wenn wir aufs Gameplay kommen, definitiv noch ein bisschen mehr darüber reden können. In einem Fantasy-Setting bieten. Und das, was man bis jetzt gesehen hat, war bombastisch. Es wird ein riesiges Spiel. Die ersten Wertungen davon mit zu sagen 80 bis 100 Stunden Spielzeit. Also wir reden da schon Richtung Persona. Ich habe das Spiel schon mal auf der Gamescom angespielt, zweimal die Demo gespielt und ich bin echt heiß darauf. Wenn es ein Spiel geben kann, was Final Fantasy VII Rebirth in meinen Augen als das Game of the Year ablöst, dann ist es dieses Spiel. Liebe Leute, wir starten jetzt erstmal mit dem Prolog, den ihr euch auch alle im PlayStation Network oder anderen Plattformen runterladen könnt, der dann in das Hauptgame übernommen wird. Das heißt, wir können hier schön die Demo spielen und wenn wir mit dieser zu Ende sind, dann pünktlich zum Release mit der Vollversion starten. Nun würde ich aber mal sagen, ohne noch viel zu babbeln, starten wir in unser neues Abenteuer in diese Fantasie. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. So, bitte nenne den Namen. Nicht den Namen des Protagonisten unserer Geschichte. Okay, ich bin Maxi. Aber ich werde auch im Spiel Maxi heißen, mein Freund. Also ich sag's bloß. Du wirst den Protagonisten leiten. Ist dein Name tatsächlich Maxi? Ja. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing. That in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? More than wishful thinking, more than fiction. Something capable of affecting the realities beyond its bounds. This must be what you believe. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come. And thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself. So, let this tale begin. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead? Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming, mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all. All we ask is little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they
just wanted those. Next one! Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder! So he is. No horns, no knife ears. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Should have listened to us, chum. Now fall in line! Let's all get stuck like us! You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! This place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. What mission? Come on! This is no time for jokes. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Think we'll make it? Immerhin bist du augenscheinlich mal nicht verletzt. Du kannst dich noch bewegen, oder? Wir sollten zunächst einen Ort suchen, von dem aus wir die ganze Gegend überblicken können. So, okay. Sprinten, laufen können wir. Und gegnerischen Attacken ausweichen. Im unteren Bildschirmabschnitt werden die verfügbaren Aktionen und die entsprechende Steuerung angezeigt. Das ist relativ schaffbar. Und wir können in das Hauptmenü gehen. Also, meine werten Freunde, das war ein gruseliger Beginn. Moment. Das, was in der nicht bewegen. Was haben wir denn gemacht? Vorsicht, diese Gegner sind gefährlich. Allerdings scheinen sie uns noch nicht bemerkt zu haben. Du gehst 2 für Feensicht. Damit kannst du kurzzeitig wie Gallica die Umgebung wahrnehmen. Wenn vor dir ein Gegner wartet, dem du noch nie begegnest, wird das Unbekannte angezeigt. Kein guter Moment, gleichzeitig zu nähern. Also, damit sehe ich die. Sehe ich die Würmchen? Wir sollten jetzt nicht auf die Würmchen laufen. Laufen die auf uns zu? Nö, die gammeln nur da unten rum. Oh, was ist denn das? Eine Chimäre? Alter. Lauf, Junge! Liebe Leute, ich wollte mal angemerkt haben, dass die Anime-Cutscenes so mega sch... Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the Royal Capital and get you enlisted as a guardsman at the Army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right?
Ich konzentrierende Musik in meinem Kopf hören. Die Wirkung von Gallicas Magie. Gallica, ich stimme dir voll zu. Die Musik ist der Burner. Hey, schau mal. Da ist eine Straße, oder? Den Himmel sei Dank. Grand Rat ist bereits in Sicht. Noch ein bisschen länger. Gehen wir weiter und versuchen wir nicht zu unseren Gegnern bemerkt zu werden. Also, aktivieren wir wieder hier diese... nicht von Gegnern bemerkt zu werden, das könnte ein bisschen schwer werden, weil da sind eigentlich nur Gegner. Und er sieht mich. Oh! Hat schon aufgegeben, alles gut. Meins! Liebe Leute, ich wollte unbedingt diese Kräuter haben. Oh mein Gott! Also, ich habe ja den Soundtrack schon ein bisschen reingehört. Aber das, was wir hier hören, das ist ja schon wieder ein anderes Level. Also, Atlas-Spieler haben ja generell einen genialen Soundtrack, aber... Oh, muss gleich gekauft werden. Das ist nicht gut. Tribes and three nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Uchronia. The year is 785. Uchronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart. And no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Just look! Wow. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Dying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yeah! There's no way that crowd was going to listen to anything a Parabus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry. Don't you have any street smarts? Come on, kid. Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only elder here. In the whole city, even. The capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play. Assassination. Shh,
careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead. His son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power. But not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Hey, are you listening? Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step one, let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. Du kannst ohne Scheu zugeben, dass du den Weg nicht weißt und mich um Frage fragen. R1 und dann können wir hier Informationen machen. Drücke Pfeiltasten, um zu speichern. Cool. Machen wir als erstes mal. So, dann als zweites. Kein Zeit für Umwege, okay. Und hier sehen wir die Karte. Verstehe ich. Also, liebe Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, der Style, Leute. Also, sehr, 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 sehr schön. Shin Megami Tensei hat sich ja nie unbedingt großartig durch Städte oder so ausgezeichnet, was logischerweise war, was er meistens in Apokalypsen gespielt hat und die Plattformen, wo es erschienen waren, eher weniger war. Persona hatte immer hier nur so kleine Gassen und so und die Stadt war eben in mehrere Abschnitte geteilt, aber das ist ja richtig spektakulär. Man hat ein richtiges Großstadtfeeling. Ah, ein Elder. Was hat jemand wie du in Gran Torre zu suchen? Wieso sollte ich nicht hier sein? Ist nicht offensichtlich? Ich habe es zahllose Mal in der Kirche gehört. Eltern nutzen meine böse Magie, die gegen die Lehren des Sanctimus verstößt. Böse Magie, sagt sie? Wenn du so etwas verwenden könntest, hättest du nicht so viel Sorgen. Sie ist nervig, aber wir sollten sie einfach ignorieren. Nett, unser Hauptcharakter hat eine Stimme. Liebe Leute, also vielleicht müssen wir ihn echt nicht Maxi nennen. Ich muss jetzt leider doch Sightseeing machen. Wer bist du denn? Ein Elder. Ziemlich ungewöhnlich in dieser Gegend. Oh, ich will nicht unhöflich sein. Aber Vorsicht, diese Stadt nicht besonders nett zu minderwertigen. Danke, dass Sie mich waren. Ja, Vorsicht. Sonst werden Sie auch zum Opfer. So wie alle von uns Papyrus. Ich finde es echt so nett, dass wir einfach so reingeschmissen werden, Wörter in den Kopf geschmissen worden bekommen und ich keine Ahnung habe, was ist. Das war ein guter Dialog. Vielen Dank dafür, meine nette Dame. Leute, können wir da shoppen gehen? Zünder, okay, kann man den Charakter nicht gebrauchen. Schade. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. What's a magic igniter? See? There's a couple in the window. Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic.
Pretty hard to come by out in the countryside. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say, you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. The royal scepter? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. I'll keep that in mind. A word of caution, then. Your survival is your own responsibility. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Leute, wir sind einfach so der schmächtigste Dude ever und sollen es jetzt bei der Armee einschreiben. Oder einfach, weiß er einfach gar nichts. Immer fühle ich mich gerade sehr mit ihm. So. Es gibt so einen Nordazünder. Ich finde ihn ziemlich protzig. Den kaufen wir uns. Ich würde, mit dem schwingen wir rum und machen alles platt. Mindestens sind das Magier-Bunzlier, kann so verdammt teuer sein. Allerdings vermute ich, dass alle magischen Sinne ziemlich teuer sind. Verstanden, Kumpel. Vielleicht beschwere ich mich beim Ladeninhaber. So, letzte im Fantast. Diese Lagen gehört Brigitte Leacon. Ihr habt gehört, dass mit dir nicht zu spaßen ist, aber egal. Ich bin ein zahlender Kunde, ich werde mit dir sprechen. Ja, da war sie gerade und hat gute Laune hier vertrieben. Ich bin der Armee beigetreten, weil ich den Lord Lewis aufgesehen habe. Aber jetzt wird mir dahinter versohlt, wenn ich auch nur erwähne. Was will die Stadt zum überhaupt unternehmen? Bei dem aktuellen Chaos finden wir nie irgendwelche fähigen Rekruten. Keine Sorge, jetzt bin ich ja da. Ich weiß zwar nicht, ob ich kämpfen kann, aber ich freue mich, da zu sein. Hey Leute, der Übergang, diese Transition, ey Leute, es ist so stylisch schon wieder. Ich dachte, in dieser Menge würde niemand bemerken, dass du ein Elder bist, aber die Leute sind doch aufmerksamer als gedacht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen, aber wenn du deine Stammzugehörigkeit verbirgst, wirft das nur Fragen auf. Sei einfach du selbst, auch wenn sie dich beleidigen. Es ist zwar einfacher gesagt als getan, aber wir müssen an unsere Mission denken. Das Rekrutierungszentrum sollte gleich da vorne sein. Also, uns mal keiner vor, uns alt. Louis, war das eigentlich der Typ, der ihn getötet hat? Der sah eigentlich auch sehr aus wie ein Prinz. Aber okay. So, liebe Leute. Ich würde sagen, wer bist du denn, mein Pyramid-Head-Freund? Junger Mann. Kann ich sie für die Waren in unserem Laden interessieren? Die ist kein gewöhnlicher Mustardeladen. Wir sind eigentlich beschäftigt. Wir müssen nämlich etwas beim Rekrutierungszentrum erledigen. Das Rekrutierungszentrum, wenn Sie verlaufen haben, es ist das große Gebäude, die Straße hinunter und dann links. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie Zeit haben. Aber ich bin nur, als ich hier arbeite. Wenn Sie die Gelegenheit haben, hoffe ich, Sie werden uns wieder vorbeischauen. Ja, vielleicht, wenn wir Zeit haben und nicht gerade irgendwie Machenschaften machen, die ganze Welt hier retten können. Wurde uns ja von unserer kleinen Gallica ja gesagt. Okay, Leute, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir werden dann schauen, was ihr uns im Rekrutierungszentrum erwartet. Und natürlich, liebe Leute, was hier mit uns und unserer kleinen Pixie hier passiert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.